Vor langer, langer Zeit lebte im Königreich Galormir ein Zauberer namens Zarok. Dieser arrogante, herzlose Mann hasste seine Mitbürger und ihr einfaches, friedvolles Leben. Und so beschwor er eine Dämonenarmee, um das ganze Reich für sich zu erobern. Der beste Krieger des Königs, Sir Daniel Fortescue, führte die Streitkräfte in der Schlacht gegen die unheiligen Horden an. Noch heute erzählen Lieder von seinem mutigen Ansturm, wie die Dämonenscharen vor ihm fielen wie Fliegen und wie er trotz tödlicher Verletzungen den Zauberer mit allerletzter Kraft vernichtete. An diesem Tage ging Fortescue als Held von Galormir in die Geschichte ein und eine Zeit des Friedens begann, die 100 Jahre andauerte. Doch der Zauberer kehrte zurück. Yeah.
Daniel Fortescue, er ist auferstanden. Der Held von Gallowmere, der in der ersten Runde auf die Nase fiel. Im Nebel der Geschichte wurde der Verlierer zum großen Retter erhoben. Aber wir kennen die Wahrheit. Lasst ihn in Ruhe. Das Schicksal hat ihm eine zweite Chance gegeben. Eine Chance, die Schmach zu vergessen, Zarok zu besiegen und der Legende gerecht zu werden. Wir wünschen ihm Glück. Ihr müsst außer Form sein, nach 100 Jahren faulem Herumliegen. Benutzt die Krypta, um eure zweite Chance in Angriff zu nehmen. Alle gefundenen Schätze erhöhen euer Gesamtvermögen. Mit den Münzen könnt ihr Objekte von den gierigen Gargoyle-Händlern kaufen. Manche Waffen haben außergewöhnliche Kräfte und Fähigkeiten. Probiert sie alle aus, um die sekundären Fähigkeiten kennenzulernen. Manche werden sofort ausgeführt. Andere müssen für ihr volles Potenzial erst einen Moment aufgeladen werden. Auf euren Reisen durch Gallowmere werdet ihr viele Objekte sammeln. Öffnet euer Inventar, um sie anzusehen oder zu verwenden. Dort findet ihr auch das Gallowmere-Buch, in dem alle Wesen verzeichnet werden, denen ihr begegnet. Es enthält Weisheiten, wie sie nur eine körperlose Stimme zu erkennen vermag. Thank you.
Sir Daniel Fortescue. Er ist auferstanden. Der Held von Gallimere, der in der ersten Runde auf die Nase... In ganz Gallimere findet ihr Lebensflaschen. Sie enthalten dieselbe Magie, die euch aus eurem Schlummer weckte, und holen euch erneut von den Toten zurück. Ist eure Gesundheit niedrig? Nutzt eine Flasche, um euch Linderung zu verschaffen, und füllt sie auf, wann immer ihr könnt. Wenn ihr die Krypta verlassen möchtet, findet ihr am Ende der Halle einen Ausgang. Zum Öffnen der Tore müsst ihr einen Runenstein finden und ihn in die kunstvolle Hand neben dem Tor legen. Verfolgt Zaroks Spur auf seiner teuflischen Odyssee durch Gallimere. Die Ausgänge aus einem Bereich findet ihr anhand seiner stinkenden Spur aus Zauberschleim. Willkommen zurück in eurem geliebten Gallimere. Die stinkenden Toten haben sich zum Tanz mit den leblosen Lebenden erhoben und sie wollen es über eurem Leichnam tun. Das kleine Licht, das euch folgt, ist ein Irrlicht. Die Helden der Halle sollen sich nicht in das Leben der Sterblichen einmischen. Aber als sie hörten, dass Sir Daniel Fortescue eine zweite Chance erhält, da entschlossen sie sich, euch beim räumlichen Sehen zu unterstützen. Es umkreist Gegner, was euch beim Zielen mit Fernangriffen hilft, zeigt euch aber auch, wenn ihr etwas näher untersuchen solltet. Lasst euch nicht von Zombies unterkriegen. Versorgt Wunden, indem ihr in diesen Jungbrunnen steigt.
Manchmal kann es nützlich sein, die Welt aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Nehmt euch ab und an etwas Zeit, um die Schönheit von Gallowmere zu genießen. Haltet euer Auge nach interessanten Details offen. Eines Engels bringt alles ans Licht. Dieses Objekt hier ist der Kelch. Mit jedem erledigten Gegner, der eine Seele besitzt, füllt sich der Kelch ein wenig. Füllt ihn und sammelt ihn dann ein. Dann seid ihr würdig, im heiligen Heldensaal eine neue Waffe zu erhalten. In jeder Region von Gallowmere befindet sich ein Kelch. Sie alle sind versteckt oder gut bewacht. Nur ein wahrer Held kann sie alle bergen. Die Welt der Lebenden liegt jenseits dieser Schädeltore. Der Meister des Bergmausoleums, der Buntglasdämon, besitzt den Schädelschlüssel. Thank you.
Dann stroh ich etwas im flachen Wasser herum, aber wagt lieber keinen Schwimmversuch. Denn für jene von totem Gemüt kann der Auftrieb ein Problem sein. Toren wartet Zarok und heckt mit den Dämonen aus dem Mausoleum bereits die übelsten Pläne aus. Ein kleiner Niemand sollte sich schleunigst aus dem Staub machen.